Hallo Fans und Freunde der Vienna, heute zum letzten Heimspiel dieser Frühjahrssaison in der 5. Liga. Ja, ich freue mich auch schon sehr, ich bin schon gespannt auf ein, ja, nicht uninteressantes Spiel, hier natürlich auf der schönen, umgestalteten, neuen Hohenwartentribüne. Ja, ich wollte, bevor es losgeht, noch Danke sagen. Normalerweise an dieser Stelle sage ich, gebt mir ein Like für die Videos, gebt mir ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Heute möchte ich euch ein ganz großes Like geben. Danke, dass ihr mich so unterstützt. Danke, dass ihr dabei seid bei diesem Projekt Kammern Vienna. Seit einem halben Jahr bemühe ich mich, euch zu informieren und natürlich auch gut zu unterhalten. Danke, dass ich auch bei euch drehen darf, dass ich euch interviewen darf, dass ich euch in dieses wunderbare Projekt mit einbinden darf. Es macht mir Riesenspaß. Ich habe von null angefangen, am Anfang Jänner mir diese Kamera besorgt und dann einfach losgelegt und bin eigentlich recht stolz, dass nach einem halben Jahr wirklich ganz interessante und schöne Videos dabei rauskommen und ich bin stolz darauf und ich hoffe, ihr merkt das, weil es geht um euch und es geht für euch. Kammern Vienna soll eine Plattform für die Fans des ältesten Fußballvereins Österreichs sein. Und ich möchte einfach mal Danke sagen, dass ihr so zahlreich mich unterstützt und dass ihr mir Lob gebt. Und das gibt mir sehr viel und das bedeutet mir auch sehr viel und zeigt, dass dieses Projekt auch euch berührt und euch gefällt hoffentlich und euch auch anregt für Diskussionen und auch Geschichten. Ich möchte natürlich auch eine kritische Hinterfragung, nicht nur das schöne Vienna-Fanleben, sondern natürlich auch einen kritischen Punkt, aber natürlich auch einen unterhaltsamen Punkt. Ich möchte hier auch Diskussionen haben, wenn euch etwas stört oder wenn euch etwas nicht gefällt oder wenn ihr Verbesserungen haben wollt, dann möchte ich natürlich auch die Plattform bilden, hier euch auszudrücken bzw. eure Meinungen zu sagen und eure Befindlichkeiten hier weiterzugeben, nicht nur an den Verein, sondern überhaupt an die Öffentlichkeit, hier eine, nicht eine Vienna Family, sondern natürlich auch eine Fußballgemeinschaft, der wir natürlich auch im weitesten Sinne angehören. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch und bringt euch ruhig noch ein, schreibt mir etwas unter die Kommentare, besucht mich auf Facebook, auf Instagram oder Twitter. Ja, sagt mir einfach, was euch bewegt, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt. Und ich hoffe, dass Kammern Vienna eine schöne Plattform bleibt und ausgebaut wird. Und dazu brauche ich euch natürlich und das würde mich freuen, wenn ihr euch noch stärker einbringt und auch noch mehr Geschichten einfallen oder noch mehr Ideen kommen oder wenn euch noch irgendwas bewegt, ganz egal was. Natürlich möchte ich auch das Buch promoten, das Vienna Fanbuch. Auch da bin ich natürlich für jeden Input dankbar, der von euch kommt bzw. noch Ideen von euch kommt. Werde versuchen, das auch irgendwie einfließen zu lassen, wenn ich das irgendwie kann. Und ja, wunderschön eigentlich, besser geworden, als ich eigentlich gedacht habe, dieses halbe Jahr auf YouTube bzw. auf Facebook, dass wirklich eine schöne Solidarität entstanden ist mit meiner Arbeit bzw. eben auch mit unserer Arbeit, weil ohne euch hätte das keinen Sinn bzw. hätte das überhaupt nicht stattfinden können. Und mir fehlen jetzt schon langsam die Worte. Ich kann einfach nur sagen, danke. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass ihr mich unterstützt. Und bitte macht weiter. Bleibt weiter dran bei Kammern Vienna. Bleibt weiter beim Verein natürlich. Schaut euch das an, liked das, teilt es. Das wäre natürlich das Allerschönste für mich, wenn natürlich noch mehr Leute, noch mehr Fußballbegeisterte oder vielleicht Leute, die fußballbegeistert werden durch die Vienna, durch diese Plattform Kammern Vienna, dann wird es mir natürlich noch mehr taugen, beziehungsweise hätte das Ganze dann wirklich einen schönen Rahmen. Und das würde meine Arbeit natürlich wahnsinnig beflügeln und stärken. Wenn ihr anschaut, wie es losgegangen ist im Winter und jetzt, wo wir jetzt sehen, was sich alles getan hat, beim Verein, natürlich auch bei mir, das ist ganz klar, weil es soll sich alles weiterentwickeln. Es soll sich nicht nur beim Verein etwas weiterentwickeln, es soll sich auch bei euch etwas weiterentwickeln, in Form von Support oder Ideen
es soll euch gefallen, es soll euch berühren, es soll euch etwas geben. Und ich hoffe, ihr bleibt bei mir und unterstützt mich natürlich. Das wird mir natürlich sehr gefallen. Und ja, danke. Heute, und jetzt wird es auch bald losgehen, ihr seht ja schon, wunderbares Wetter, herrlicher Tag, letztes Spiel, aber nichtsdestotrotz große Freude. Werden wir schauen, wie die Saison ausgeht, wie es natürlich bei uns weitergeht, bleiben wir in der 5. Landesliga oder nicht. Ja, es liegt nicht in unserer Hand, aber wir können versuchen, da einen Beitrag zu leisten und ich hoffe, das bleibt auch so, egal wo wir im Herbst spielen, wo es in der Wintersaison weitergeht und ja, hoffentlich heute auch wieder eine schöne Fußballparty und ich freue mich auf das Spiel und ich freue mich auf euch und auf den Support. Come on Vienna! Ja, liebe Wiener Fans, das war das Spiel gegen Großfeld-Siemens, 5-0 gewonnen, gute Stimmung. Heute bin ich am Weg in die Spielmanngasse, denn unsere Mädels spielen Relegation und die könnten das Double schaffen dieses Jahr. Natürlich ein Pflichttermin für einen Wiener Fan. Unterstützen wir unsere Mädels, geben einen guten Support. Also, come on Vienna! Yeah!
Wow, was für ein tolles Match unserer Damenmannschaft. In einem sehr emotionalen, aber auch beherzgeführten Spiel haben sie verdient 3:1 gewonnen, dadurch eine sehr gute Voraussetzung geschaffen für das Rückspiel, und zwar nächsten Samstag um 18 Uhr in Langenrohr bei Tulln. Und ja, leider Gottes ist genau das das Problem, denn unsere Kampfmannschaft spielt ja um 16 Uhr in Süßenbrunn und es dauert mit dem Auto 38 Minuten, um nach Langenrohr zu kommen. Natürlich wollen wir beiden Mannschaften beim letzten Spiel in dieser Saison ihren, ja, wohlverdienten Support geben, und ich hoffe, dass die Verantwortlichen es schaffen, das Match in Langenrohr zumindest um eine Stunde zurückzuverlegen, damit wir es rechtzeitig schaffen, auch der Damenmannschaft ihre Unterstützung zu geben. Ich hoffe trotzdem, wir sehen uns recht zahlreich bei einem der beiden Spiele und unterstützen unsere Mannschaften. Also, come on Vienna!